Hallo. Willst du Sänger werden, oder? Na, du kleiner Schlingel, hast du eingeschaltet? Willst du in COD besser werden? Willst du die Lobbys hops nehmen? Willst du mich in meiner Lobby hops nehmen, oder was? Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Freut mich immer, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute nehmen wir wieder mal traditionell Tipps und Tricks, wie du besser in Call of Duty Vanguard wirst. Generell auch in Call of Duty. Ich werde euch heute strikt zeigen, wie ihr euer Aim verbessert. Ich werde euch die beste Methode zeigen, wie ihr euer Aim verbessert. Wie ihr natürlich auch dazu euer Movement verbessert. Ich werde euch kleine Tipps am Rande geben, wie ihr einfach besser spielt, wenn ihr wirklich neu in Call of Duty seid oder auch einfach nicht so gut in Call of Duty seid, nicht so viel Zeit habt, Call of Duty zu spielen, wie die meisten Streamer. Was, Bruder? Ich zeige euch, wie ihr einfach wirklich in kurzer Zeit, versprochen, in kurzer Zeit, wenn ihr das macht, was ich sage, wirklich, wirklich viel, viel besser werdet. Lasst sehr gerne ein kostenloses Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid, würde mich sehr freuen. Lasst auch sehr gerne ein Like da, einen Kommentar da für den Algorithmus. Damit unterstützt ihr mich sehr und wir springen direkt in die Tipps und Tricks. Um das Aim zu verbessern, auch euer Movement und alles zu verbessern, ist immer gut, privates Spiel gegen Bots zu spielen. Ich mache das heutzutage noch. Ich gehe heutzutage noch selber, um mich aufzuwärmen, in eine private Lobby, stelle mir maximale Botsanzahl ein und dann spiele ich einfach gegen Bots, wärme mich ein bisschen auf, aim mich ein bisschen ein, mit Movement auch. Weil vor allem in Warzone ist es sehr, sehr schwer, Freunde, einfach sich warm zu spielen. Vor allem im Warzone, wenn man Verdansk auch noch spielt. Du hast irgendwie gefühlt 50 Gunfights in 10 Runden und es ist schwer, da warm zu werden. Deswegen ist es immer gut, in private Spiele gegen Bots einfach sich, keine Ahnung, 10, 15 Minuten warm spielen. Aber für Leute, die wirklich sehr neu in COD sind und wirklich ihr Aim und alles wirklich verbessern wollen und sich fragen, hä, wie haben die Leute so gutes Aim? Eins kann ich euch sagen, wir grinden COD schon 10 Jahre, die meisten Leute, deswegen sind wir schon in Übung einfach. Wir wissen schon, wie das Spiel funktioniert und egal, ob ein neues Spiel rauskommt, ein neuer Teil rauskommt, es ist eigentlich immer ungefähr das Gleiche. Deswegen, wir können nicht auf einmal in den COD schlecht sein, wenn du schon 10 Jahre lang COD spielst. Aber das ist eine andere Sache. Ich würde euch raten, wir gehen erstmal einfach in private Spiele, eigenes Spiel. Wir gehen Spiel-Setup, nehmen eine Map, eine relativ kleine Map für den Anfang. Wir werden auch auf größeren Maps spielen, aber für den Anfang würde ich zum Beispiel Dome nehmen. Die Map ist nicht groß, nicht klein. Die ist eigentlich perfekt, finde ich. Modus würde ich frei für alle nehmen, damit die Bots auch gegeneinander kämpfen. Nicht, dass zum Beispiel du alleine im Team bist und gegen, keine Ahnung, 10 Bots. Das wird dann ein bisschen scheiße, wenn 10 Bots sich anschießen. Deswegen frei für alle auf jeden Fall. Die Regeln 10 Minuten, Zeitlimit 10 Minuten oder ihr macht mehr wie 15 Minuten vielleicht. 15 Minuten, ich würde nicht mehr als 15 Minuten nehmen. 15 Minuten und Punktelimit, ganz wichtig, Punktelimit ist auf 30 nochmal. Ihr geht ganz runter auf unbegrenzt, damit ihr auch wirklich die 15 Minuten komplett spielt. Dann geht ihr auf Spieler und macht erstmal die maximale Gesundheit, die normal auf 100 ist logischerweise, macht ihr auf 5. Warum 5? Wir üben jetzt die Reaktion. Die Reaktion, es ist einfach, einen Gegner anzuschießen, es ist auch schwer, auf den Gegner drauf zu bleiben, klar. Aber das Wichtigste, wenn ihr in einen Gunfight reingeht, ist, was? Dass ihr natürlich auf den Gegner gleich aimt, damit ihr Reaktion habt. Wenn einer um die Ecke kommt, dass du gleich auf ihn drauf bist, gleich immer bam 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 flink sein. Deswegen ist wichtig, Reaktion zu üben, deswegen machen wir nur 5 Leben, die ersten 15 Minuten, damit wir nur unsere Reaktion trainieren. Das ist ganz wichtig. Dann würde ich noch auf Team gehen. Ist nicht ganz so wichtig, aber ich würde es schon so machen. Radar immer an, macht ihr auf konstant, damit ihr einfach immer seht, wo die Gegner sind oder gerichtet, dann habt ihr irgendwie immer ein Orbi sozusagen. Deswegen auch sehr wichtig, damit ihr immer wisst, wo die Gegner sind, was abgeht. Dann stellt ihr euch natürlich eine Klasse ein, die ihr gerne spielt, wie ich zum Beispiel meine MP40, das ist meine MP40 Klasse. So, nochmal kurz. In voller Pracht. Das ist meine MP40-Klasse, die spiele ich zum Beispiel sehr gerne. Darum stelle ich sie mir auch hier zum Üben natürlich ein. Und dann starte ich einfach das Spiel und zeige euch gleich, was ich damit meine. Let's go. Ja moin, ich habe keine Bots eingestellt. Beste Leben. Da drückt ihr einfach L3 auf den Controller und auf der Maus 3 für Bot-Setup. Drückt ihr einfach L3. Hier, das ist ein bisschen weird mit den Bots hier in Vanguard. Normal kann man auswählen, wie viele Bots man haben will. Jetzt ist hier irgendwie automatisch. Macht ihr einfach automatisch und Bots auf Recruit. Und dann starten wir das Spiel und ich hoffe, jetzt sind da Bots drin. Ah, okay, da sind Bots. Okay, perfekt. Ja, bis gleich. So, und jetzt startet ihr einfach ins Game und trainiert einfach eure Reaktionszeit. Es wird natürlich auch schwer gegen die Bots, weil die auch euch extrem schnell droppen.
Aber ihr geht einfach rein und trainiert einfach eure Reaktion, schnell auf den Gegner drauf zu sein. Das ist das Einzige, was ihr macht. Schnell auf den Gegner drauf sein. Das ist das Erste und Wichtigste in einem Gunfight. Wenn ihr in einen Gunfight geht, ist das Wichtigste, dass ihr gleich auf den Gegner drauf seid. Sofort. Wenn ich jetzt da runterspringe und den Gegner sehe, ich muss gleich auf ihn drauf sein. Es gibt keine, gibt keine Zeit zu verschwenden sozusagen. Gleich rein, gleich. Du musst gleich auf den Gegner drauf sein. Sofort. Und das ist erstmal, was ihr üben solltet, wenn ihr neu in COD seid oder euch schwer tut mit Aim. Einfach die Reaktion üben. Einfach mal 10, 15 Minuten, wirklich, pro Tag. Macht das mal eine Woche lang. Jeden Tag, bevor ihr startet ins Game, macht ihr das. Und dann macht ihr noch was, das werde ich euch auch gleich zeigen. Und ihr werdet auf jeden Fall besser werden. Und wegen dem Movement, um Ecken sliden, dies, das. Das werdet ihr alles hier schön üben können. Alles, das ist wirklich sehr wichtig. Training ist das A und O, ohne Spaß. Es klingt weird so für ein Game zu trainieren und so, aber ich mache das selber heute noch. Heute noch gehe ich in private Spiele und wärme mich auf, wärme mein Movement auf, wärme mein Aim auf, meine Reaktion, alles, wärme mich einfach hier auf, entspannt auf und dann gehe ich in den Multiplayer rein und ich bin, oder in Warzone rein, vor allem bei Warzone ist es sehr wichtig, finde ich, und bin schon aufgewärmt einigermaßen. Und schalle schon die Gegner durch die Gegend, so, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, ganz, ganz wichtig auf jeden Fall, Reaktion erstmal üben, 10, 15 Minuten. Wenn wir das dann gemacht haben, in 15 Minuten, machen wir was anderes. Da gehen wir dann natürlich auf Spielregeln und machen das Leben nicht mehr auf 5, sondern machen es maximal auf 300. Du hast jetzt geübt, dass du Reaktion hast, dass du schnell auf einem Gegner drauf bist, schnell, wie gesagt, Reaktion einfach übst. Wie gesagt, ganz wichtig, jemand springt um die Ecke auf einmal. Du musst schnell reagieren, schnell auf ihm drauf sein, schnell anfangen zu schießen. Und auf ihn natürlich zu schießen. Es ist leicht irgendwie zu schießen und sich zu erschrecken, aber man stirbt in dem meisten Fall. Du musst direkt auf den Gegner drauf, direkt schießen, direkt aimen, direkt, keine Ahnung, richtig rumschwitzen einfach. Und deswegen jetzt maximale Gesundheit, weil jetzt wollen wir ja das Aim trainieren, das richtige Aim. Die Reaktion haben wir jetzt trainiert, wir wollen das richtige Aim jetzt trainieren. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, 300 Leben, weil es ist leicht, wie gesagt, jetzt zum Beispiel den Gegner kurz anzuschießen, er ist tot. Aber es ist schwer, wirklich das Aim zu üben und auf den Gegner drauf zu sein, wenn er sich bewegt, links, rechts. Es ist wirklich nicht einfach, auf den Gegner wirklich drauf zu bleiben. Und mit 300 Leben, das ist das Dreifache, was du im Vanguard Multiplayer hast, ist es wirklich sehr, sehr, sehr gut und sehr lobenswert, so zu üben, so zu lernen, gutes Aim, dein Aim einfach zu verbessern. Es ist wirklich so am besten, vertraut mir, Freunde. Ich mache das, wie gesagt, heute noch, wenn ich Warzone spielen gehe, das mit der Reaktion mache ich nicht mehr, aber ich mache das mit dem Leben auch. Ich stelle mir maximales Leben ein und kämpfe gegen Bots einfach. Und für den Anfang würde ich natürlich Recruit-Bots nehmen. Jetzt guck mal kurz. Guck mal, wie viel Leben die haben. Es ist schwer, wirklich, ihr werdet sehen, wenn ihr es testet, es ist sehr schwer, auf den Gegner drauf zu sein. Drauf zu bleiben vor allem, wenn ihr auf ihn schießt. Seht ihr das? Seht ihr das? Sogar ich verhehme. Ich verhehme genauso. Ist wirklich nicht einfach, vertraut mir. Aber ihr habt viel Leben, ihr werdet gefühlt gar nicht sterben. Da übt ihr natürlich euer Aim auch, da übt ihr natürlich euer Movement auch und alles. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache, um einfach besser zu werden. Einfach warm zu werden auch vor allem. Weil auch im Multiplayer hast du sehr viel Gunfights, viel, viel mehr als in Warzone zum Beispiel. Aber trotzdem ist es hier sehr, sehr gut, sich aufzuwärmen und auch als Neuling überhaupt wirklich gut aimen zu lernen. Weil am Anfang ist es nicht einfach, ich weiß es selber. Ich war früher auch ein Bot und... Also, Bot will ich jetzt nicht sagen, aber ich war einfach scheiße, Bro, normal. Ich habe nie gespielt. Ich habe das erste Mal COD angefangen zu spielen. Ich habe auch keine, ich habe sowas nicht gewusst, so dass ich so gegen Bot spielen kann, hinher und mehr Leben einstellen und Aim üben. Deswegen bin ich da, Freunde. Deswegen will ich euch das lernen. Deswegen zeige ich es euch. Das macht ihr dann auch 15 Minuten. 15 Minuten mit vollem Leben einfach gegen Bot spielen. Wenn ihr das dann habt auf einer kleinen Map, dann würde ich noch auf einer größeren Map, zum Beispiel diese Gavutu oder was noch eine große Map? Berlin ist zum Beispiel eine große Map, ja? Berlin ist eine sehr große Map. Wenn ihr dann euer Aim auf Distanz trainieren wollt, dann macht ihr wieder 300 Leben oder 250, wenn euch zu viel ist. Und trainiert dann euer Aim auf Distanz. Geht also wirklich irgendwo hin auf die Map, wo wirklich ein bisschen Distanz, wo es distanzlastiger ist und versucht da irgendwie in Gunfight zu geraten. Meistens ist es so, wenn du Bots anschießt, zum Beispiel ein Bot läuft jetzt über die Straße und du schießt ihn an, er kommt dann irgendwie zurück so, also er will in Gunfight so rein. Natürlich, er ist ein Bot, er wird dich fast gar nicht anschießen, aber es ist sehr gut einfach
auch sein Aim auf Distanz zu üben, weil Close Range ist am einfachsten, würde ich sagen. Distanz ist das Schwerste. Deswegen erstmal auf einer kleinen Map Reaktion üben. Ganz wichtig, zuerst Reaktion, das ist das Wichtigste. Danach volles Leben, auch auf einer kleinen Map. 10, 15 Minuten, nicht mehr. Und danach geht ihr nochmal auf eine große Map, auch wieder mit maximalem Leben oder so viel Leben, wie es für euch passt. Und dann übt ihr nochmal auf Distanz zu spielen. Das wäre mein Tipp für Aim verbessern. Das ist das Beste, wie man Aim verbessern kann, das verspreche ich euch. Es gibt nichts Besseres, glaubt mir das. Außer ihr spielt zum Beispiel auf Maus, dann gibt es ja so Programme, wo man mit diesen Bällen und so, keine Ahnung, ob ihr das kennt, das wäre dann auch noch krass natürlich. Aber so als Controller-Spieler, auch als Maus-Spieler, in-game gibt es nichts Besseres, um sein Aim und sein Movement auch zu verbessern. Weil wenn ihr Movement hitten wollt, ist es auch schwer im Multiplayer einfach zu lernen, weil ihr spielt gegen so krasse Gegner, ab und zu SVMM kickt rein, ich weiß alles, Freunde, braucht mir gar nichts davon erzählen. Aber in privates Spiel gegen Bots kann man das sehr, sehr gut üben. Und ihr könnt dann auch später natürlich die Bot-Schwierigkeit einstellen. Dann könnt ihr natürlich von Recruit auf anmachen. In MW gab es zum Beispiel auch gemischt, dass auch Veteran-Bots sind, normale Bots, Recruit-Bots. Aber ihr könnt euch da steigern, einfach versuchen, einfach besser zu werden. So, wirklich, das ist eine sehr, sehr gute Übung. Jeden Tag, bevor ihr spielt, einfach 10 Minuten, nachdem ihr die Reaktion geübt habt und das mit maximalem Leben. Jeden Tag einfach 10 bis 15 Minuten einstellen und mit maximalem Leben gegen Gegner spielen. Vertraut mir, ihr werdet besser, Freunde. Vertraut mir, ich mache das heute noch, wirklich. Das nächste wären Kurzeinstellungen, Freunde. Ich will da gar nicht zu viel reden über Einstellungen. Das Tour Maus kenne ich mich gar nicht aus. Ich spiele Controller, das wisst ihr. Grafik ist so auf meinem PC. Ganz kurz, Qualität hier. Ich habe alles eigentlich auf gering. Könnt ihr so natürlich, wenn ihr PC habt, könnt ihr natürlich so kopieren. Ich habe die Settings von keinem genommen. Ich habe mir das selber einfach auf gering alles gemacht und alles so gemacht, wie ich denke, das passt. Was ganz wichtig ist, das habt ihr auf PlayStation auch. FidelityFix. I don't know, Bruder, von wo der Name, aber FidelityFix oder irgendwie so. An, ganz wichtig, an und auf 1.0. Ganz wichtig, richtig geil, das Game sieht einfach anders aus. So, interessante Einstellungen, Controller, ich spiele auf 7.7. Ich würde euch etwas von 5 bis 10 oder maximal 12 raten, mehr nicht. Weil, also klar gibt es Leute, die auch auf 20 spielen und extrem gut sind, klar. Aber als Anfänger, als einer, der sich schwer tut mit dem Aimen oder auch neu ist, würde ich eher 7.7 oder so spielen oder 5.5 spielen. 5.5 wäre, glaube ich, am besten für den Anfang. Und dann könnt ihr euch ja steigern. Ich zum Beispiel mit FOV, weil ich mit FOV spiele, 120 FOV, fühlt sich das Gameplay auch schneller an, als würde ich nicht 7.7 spielen. Wenn man zum Beispiel auf 80er FOV spielt, ist 7.7 viel zu langsam. Da braucht man schon 10, 12. Also ich bräuchte 10, 12. Aber wenn man mit FOV spielt und so, ist 7.7 wirklich schon sehr schnell und sehr optimal. Aber ich würde 5 spielen am Anfang oder 6 spielen. 6 sowas, 5, 6 für den Anfang, wenn man wirklich sich schwer tut. Dann kann man sich ja nach der Zeit, wenn man besser wird, kann man sich natürlich steigern. Hier spiele ich 0.8, 0.8. Das, keine Ahnung, passt mir am besten irgendwie 0.8, 0.8. In Warzone spiele ich sogar noch weniger, weil ich sehr viel Distanzkämpfe habe. Aber im Multiplayer 0.8, 0.8 bin ich sehr zufrieden. Sonst ist alles eigentlich Standard. Ich habe, glaube ich, hier noch toter Bereich. Hier mal auf komplett auf 5 gemacht. Sonst, was ich auch zum Beispiel habe, ist Taktik-Sprint. Ich habe zum Beispiel in einem Video von John Rage, wenn ihr John Rage kennt, gesehen, der hat auch so ein Tipps und Tricks Video gemacht. Ich liebe John Rage, by the way, wirklich, so ein sympathischer Typ. Aber er hat zum Beispiel gesagt, in Vanguard ist es sehr schwer zu sprinten, man sollte in Vanguard nicht sprinten, was ich zum Beispiel überhaupt nicht finde. Dazu ist das Slide Cans da. Man tut ja einen Slide Cans, man macht einen Slide Cans, damit man immer bereit ist, ins Visier zu gehen. Wenn du zum Beispiel einen Taktik-Sprint hast und deine Waffe ist oben und du rennst, dann ist es natürlich schwer, wenn ein Gegner auf einmal kommt, ist es schwer natürlich, dauert es lange, bis du dann in Zoom kommst. Deswegen machst du Taktik-Sprint, Slide-Cans. Während du slidest, ist es so, mit der Zeit, wie schnell du ins Visier gehst, so als würdest du stehen, also am schnellsten. Und deswegen macht man Slide-Cans. In Warzone zum Beispiel macht man auch, hier ist noch das Slide-Cans ein bisschen verbuggt. In Warzone tut man auch Slide-Cans, damit man immer im Taktik-Sprint ist. Immer durchgehend am schnellsten ist. Deswegen, da ladet sich der Taktik-Sprint jedes Mal auf. Wenn man irgendwie einfach nur läuft, hört der Taktik-Sprint irgendwann auf und du rennst dann wieder normal langsamer. Aber wenn du immer ein Slide-Cans machst, ladet sich der Taktik-Sprint irgendwie immer auf und du bist immer am schnellsten, Bro. Deswegen ist Taktik-Sprint sehr geil im Warzone. Hier auch spiele ich Taktik-Sprint, automatischer Taktik-Sprint immer.
damit ich einfach immer am schnellsten bin, immer mich am schnellsten über die Map bewege. Und wichtig, immer dazwischen, in 2-Sekunden-Takt, immer Slidecans. Wenn irgendwo eine Ecke kommt oder irgendwas, wo ein Gegner sein könnte, Slidecans, damit du wirklich schnell bereit im Aim sein kannst. Rutschverhalten drücken, nicht aufhalten, damit ihr einfach einmal Kreis drückt, einmal R3 drückt oder was auch immer, einmal drückt, damit er gleich slidet. Ganz, ganz wichtig. Ja, bei Controller nochmal, ich habe Zielreaktionskurve dynamisch, die ist normal auf Standard. Dynamisch ist halt, keine Ahnung, Leute sagen halt, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber Leute sagen halt, das ist viel geiler für Movement, wenn du halt um Ecken slidest und jumpst, um Ecken jumpst und so, ist dynamisch besser, weil Standard kommt dann irgendwie aufs Auto-Aim nicht klar oder so. Aber auf jeden Fall habe ich dynamisch. Und auch ganz wichtig, Freunde, fürs Sliden im Vanguard. Das ist irgendwie verbuggt, bisschen das Sliden im Vanguard. Ganz wichtig, Jungs. Meine Freundin tut gerade Staubsaugen. Ich hoffe, man hört das nicht im Video. Teilweise. Automatisches Luftklettern teilweise. Da macht ihr auf mehr Anzeigen und aus. Vertraut mir, das Sliden ist anders. Sliden wird komplett anders sein. Wenn ihr zum Beispiel nach den Slidecans immer springt, was ich auch am Anfang gemacht habe, ist diese Einstellung euer Key. Vertraut mir. Ja, das wäre es eigentlich zu den Einstellungen, Freunde. Das wäre es eigentlich zum Aim-Movement. Wenn ihr zum Beispiel gar nicht wisst, wie man Movement hittet, wie man Slidecans, wie man Bunnyhop, wie man keine Ahnung was alles macht, was sich ein Slidecans bringt, was nicht, dann verlinke ich euch jetzt ein Video, genau in diesem Moment über meinen Kopf wird ein Video erscheinen, da erkläre ich euch in Modern Warfare, aber es ist für Vanguard genau das gleiche, wie man Slidecans, wie man Bunnyhop, wie man alles das macht. Was ich euch noch als kleiner Tipp geben kann, wichtig ist im Vanguard, Gegner zu umlaufen. Ich finde, es ist sehr wichtig, in den Spawn rein zu rushen. Natürlich, wenn man Herrschaft spielt, ist es sehr schwer, weil der Spawn dann direkt flippt zur anderen Flagge. Aber wenn man Stellung spielt, Patrouille spielt, wo die Stellung sich ganze Zeit bewegt, aber wirklich bewegt, das ist auch ein unterschätzter Modus. Patrouille richtig geil. Keinen einzigen Camper gibt es dort gefühlt. In solchen Modusen sehr geil, in den gegnerischen Spawn zu rennen und hinter den Gegnern sein. Hinter allen Gegnern sein. Ganz, ganz wichtig. Ich habe einen Clip für euch, den ich euch jetzt zeige, wo ihr seht, was das heißt, was das wirklich bringt, hinter allen Gegnern zu sein. Bro, oh, extrem stark. Bro, ich drop die Leute nicht damit. Ich mache nur Hitmarker, Bruder. Ja, aber... Alter, die Gegner, die haben auch so krass, ja. Bro, ich hab einfach Aimbot. Ich schwöre, ich habe Aimbot einfach angemacht. Wie ihr sehen konntet, ist wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr geil. Manchmal auch sehr risky, in die Höhle des Löwen sozusagen zu rennen. Aber es nutzt sich sehr oft was. Ich würde euch raten, die Gegner immer zum Laufen und irgendwie versuchen, immer hinter den Gegnern zu sein und nicht vor den Gegnern, vor ihrer Flinte. Weil wenn du hinter den Gegner bist, hast du ihn eigentlich zu 90%, außer er ist absolut cracked, er dreht sich um und gibt dir einen, keine Ahnung, einen Turn oder so. Aber in den meisten Fällen hast du den Gegner. Was auch ein wichtiger Tipp ist, Freunde. Man kennt es. Ich kenne es auch zu gut. Ihr sterbt zum Beispiel von irgendeinem, keine Ahnung, ihr sterbt zum Beispiel von irgendeinem Fenster, wurdet ihr abgamed. Ihr spawnt, ihr rennt genau wieder zu diesem Fenster, weil ihr wollt unbedingt diesen Typen holen. Und ich verstehe euch, ich kenne das. Aber ihr lauft da 10-mal hin und jedes Mal sterbt ihr. Und die Wut steigt und die Wut steigt. Und ihr geht nochmal hin. Ihr wollt den unbedingt holen. Ihr wollt ihm einen Finisher drücken. Ihr wollt ihn in den Arsch. Ihr wisst schon, was ich meine. Nicht hinlaufen, Freunde. Wenn ihr einmal sterbt aus Fenster, versucht das zweites Mal vielleicht genau diesen gleichen Laufweg zu nehmen und den Gegner zu holen, um euch zu rächen. Aber wenn es nach dem zweiten Mal nicht klappt oder nach dem dritten Mal, dann geht da nicht mehr hin. Nehmt einen anderen Laufweg. Läuft nicht mehr rechts zu dem Fenster. Läuft links, läuft durch die Mitte. Nutzt die Map. Umlauft den Typen. Irgendwann schnappt ihr ihn schon. Aber lauft nicht ganze Zeit in die gleiche Richtung, um nur diesen Typen zu holen und... ihr versaut euch einfach das Gameplay. Ihr werdet einfach nur wütend. Ihr fickt euch selber sozusagen. Deswegen ganz wichtig, Freunde, wirklich. Wenn ihr zweimal, dreimal von einer selben Stelle stirbt und wieder spawnt und wieder dahin rennt, falsch, nicht hinlaufen. Lauft links, lauft durch die Mitte, nehmt einen anderen Weg. Läuft nicht mehr dahin. Euer Gameplay wird sich alleine für so eine Kleinigkeit viel, viel mehr verbessern. Glaubt mir, weil in der Zeit, wo ihr immer diesen Gegner holen wollt, hättet ihr schon 10 Kills gemacht. Und ihr nervt euch nur, eure Wut steigt jedes Mal und ich kenne das zu gut. Macht das nicht. Und natürlich... Der letzte Tipp, Freunde, richtige Waffen spielen. In COD ist es so jetzt leider geworden, dass man irgendwie nicht alle spielen kann. Zurzeit ist zum Beispiel MP40 STG sehr, sehr stark. Deswegen spielt jeder STG MP40 vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo du das Video siehst, mein Freund, ist eine andere Meta da. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall immer die richtigen Waffen spielen. Gute Waffen spielen, starke Waffen spielen. Es bringt dir nichts, wenn ein Gegner mit einer MP40 kommt und du kommst mit... Keine Ahnung, eine Bohrmaschine, Bro. Der wird dich halt holen, weil du nichts tun kannst. Weil die Bohrmaschine einfach zu schwach ist, zum Beispiel jetzt. Blödes Beispiel, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ansonsten wäre es mit dem Video gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, Freunde. Und ich denke, ich konnte euch wirklich helfen.
Lasst viel Liebe da, lasst ein Like da, lasst sehr gerne ein kostenloses Abo da, Freunde. Würde mich sehr freuen, sehr unterstützen auf dem Weg zu 1000 Abos. Wir sind schon fast bei 600, richtig krank. Freut mich wirklich sehr. Und ja, falls ihr mich auf dem Weg begleiten wollt, weitere Tipps sehen wollt, Warzone später mit der neuen Map, auch Tipps, beste Laufwege, auch alles wird es geben, Freunde, hoffentlich. Dann lasst sehr gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich sehr freuen, Freunde. Das wär's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch, wie gesagt, weiterhelfen. Lasst Liebe da, lasst den Kommentar da für den Algorithmus. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Checkt mal in die Twitch ab, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Tschüss, Freunde. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.